Relativsätze erkennen und verstehen. Manchmal sehen wir komische Sätze, wie zum Beispiel diesen hier. Die Nachbarin, die eine Etage höher wohnt, hat ein Baby bekommen. Erstens gibt es hier Kommata mitten im Satz. Zweitens scheinen die Verben irgendwie am falschen Platz zu stehen. Und drittens gibt es zwei Artikel hintereinander. Wenn wir die Wörter zwischen den Kommata entfernen, bekommen wir einen ganz normalen Satz. Die Nachbarin hat ein Baby bekommen. Und auch das Verb im Perfekt steht wieder am richtigen Platz. Schauen wir uns die Wörter zwischen den Kommata an. Das Verb steht am Ende. Es könnte also ein Nebensatz sein. Wie wird dieser Nebensatz eingeleitet? Schauen wir uns den Anfang an. Die. Das sieht aus wie ein Artikel. Aber das Substantiv dazu fehlt. Wozu gehört dieser Artikel? Das Wort Etage hat einen eigenen Artikel. Eine. Das Wort die bezieht sich auf das Wort im anderen Satz. Die Nachbarin. Wer wohnt also eine Etage höher? Die Nachbarin. Dieses Substantiv fehlt hier also. Nochmal. Wir haben einen Hauptsatz. Die Nachbarin hat ein Baby bekommen. Und einen Nebensatz mit dem Verb am Ende, die eine Etage höher wohnt. Dieser Nebensatz beginnt mit einem Artikel. Das Substantiv dazu steht aber im Hauptsatz. Dieser Nebensatz heißt Relativsatz und der Artikel ist gar kein Artikel, sondern ein Relativpronomen. Relativ ist Latein und bedeutet etwa in Beziehung. Das Relativpronomen hat also eine Beziehung zu einem Substantiv im Hauptsatz. Dieses Wort nennen wir Bezugswort. Hier ist das die Nachbarin. Der Relativsatz kommt meistens direkt nach dem Bezugswort. In diesem Fall teilt er den Hauptsatz in zwei Teile. Das Relativpronomen leitet nicht nur den Nebensatz ein, sondern spielt auch eine Rolle im Nebensatz. Hier ist es das Subjekt. Wer wohnt eine Etage höher? Die Nachbarin. Das Relativpronomen steht hier im Nominativ. Es kann auch im Akkusativ stehen. Die Nachbarin, die ich nicht mag, hat ein Baby bekommen. Wen mag ich nicht? Die Nachbarin. Die ist hier also der Akkusativ. Das Relativpronomen kann natürlich auch im Dativ stehen. Die Nachbarin, der du neulich geholfen hast, hat ein Baby bekommen. Wem hast du geholfen? Der Nachbarin. Und natürlich im Genitiv. Die Nachbarin, deren Mann so nett ist, hat ein Baby bekommen. Wessen Mann ist so nett? Der Mann der Nachbarin. Aber das Relativpronomen sieht ein bisschen anders aus. Deren Mann. Das müssen wir uns merken. Wir haben bis jetzt über die Nachbarin gesprochen. Die Nachbarin ist ein Femininum. Diese Relativpronomen sind also alle Femininum. Und wie ihr denken könnt, gibt es Relativpronomen auch im Maskulinum, im Neutrum und auch im Plural. Die meisten sehen aus wie Artikel. Nur im Genitiv und im Dativ Plural gibt es andere Formen.
Wie sehen Relativsätze mit Relativpronomen im Maskulinum aus? Zuerst brauchen wir ein Bezugswort im Maskulinum, zum Beispiel der Nachbar. Der Hauptsatz sieht dann so aus. Der Nachbar hat ein neues Auto. Und jetzt ein Relativsatz mit dem Relativpronomen im Nominativ. Der Nachbar, der eine Etage höher wohnt, hat ein neues Auto. Wer wohnt eine Etage höher? Der Nachbar. Nominativ. Akkusativ. Der Nachbar, den ich nicht mag, hat ein neues Auto. Wen mag ich nicht? Den Nachbarn. Dativ. Der Nachbar, dem du neulich geholfen hast, hat ein neues Auto. Wem hast du geholfen? Dem Nachbarn. Und jetzt noch der Genitiv. Der Nachbar, dessen Frau so nett ist, hat ein neues Auto. Wessen Frau ist so nett? Die Frau des Nachbarn. Aber der Genitiv sieht ein bisschen anders aus, das müssen wir uns merken. Dessen Frau. Kommen wir nun zum Neutrum. Der Nachbar hat ein neues Auto. Das Substantiv Auto ist ein Neutrum, genau das, was wir brauchen. Nominativ. Der Nachbar hat ein neues Auto, das sehr schnell fährt. Was fährt sehr schnell? Das Auto. Nominativ. Akkusativ. Der Nachbar hat ein neues Auto, auf das er stolz ist. Worauf ist er stolz? Auf das Auto. Wie ihr seht, funktionieren Relativpronomen auch mit einer Präposition. Dativ. Der Nachbar hat ein neues Auto, mit dem er zur Arbeit fährt. Womit fährt er zur Arbeit? Mit dem Auto. Auch hier haben wir ein Relativpronomen mit einer Präposition. Genitiv. Der Nachbar hat ein neues Auto, dessen Reifen platt sind. Wessen Reifen sind platt? Des Autos. Das Relativpronomen sieht anders aus. Dessen Reifen. Das merken wir uns. Kommen wir nun zum Plural. Als Bezugswort nehmen wir die Nachbarn. Die Nachbarn haben ein neues Auto. Nominativ. Die Nachbarn, die eine Etage höher wohnen, haben ein neues Auto. Wer wohnt eine Etage höher? Die Nachbarn. Nominativ. Akkusativ. Die Nachbarn, die ich nicht mag, haben ein neues Auto. Wen mag ich nicht? Die Nachbarn. Dativ. Im Dativplural sieht das Relativpronomen anders aus. Die Nachbarn, denen du neulich geholfen hast, haben ein neues Auto. Wem hast du geholfen? Den Nachbarn. Denen. Und der letzte Satz. Die Nachbarn, deren Kinder so laut sind, haben ein neues Auto. Wessen Kinder sind so laut? Die Kinder der Nachbarn. Oder deren. Nun fassen wir zusammen. Ein Relativsatz ist ein Nebensatz, der sich auf ein Substantiv im Hauptsatz bezieht. Der Relativsatz steht oft direkt nach dem Bezugswort und teilt den Hauptsatz in zwei Teile. Er wird durch ein Relativpronomen eingeleitet. Der Genus des Relativpronomens richtet sich nach dem Bezugswort. Die Nachbarin, die eine Etage höher wohnt, aber der Nachbar, der eine Etage höher wohnt. Da das Relativpronomen nicht nur einen Relativsatz einleitet, sondern auch eine Rolle in diesem Satz spielt, kann es auch im Akkusativ stehen. Im Dativ und natürlich auch im Genitiv.
Die Relativpronomen sehen wie Artikel aus und nur im Genitiv und im Dativ Plural gibt es andere Formen. Das war's! Noch Fragen? Dann frag Amalia!